Es ist enorm wichtig, den Digitalstandort Liechtenstein voranzubringen und dafür gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Dabei kommt digitalliechtenstein.li eine zentrale Rolle zu. Die Organisation vereint Akteure aus allen Branchen und setzt wichtige Aktivitäten für den Standort Liechtenstein. Für uns als LGT ist es wichtig, dass Liechtenstein die Chancen der Digitalisierung frühzeitig erkennt und konsequent nutzt. Davon profitieren die Unternehmungen durch attraktive Rahmenbedingungen und zusätzlich gestärkte Wettbewerbsfähigkeit. Aber auch die Bevölkerung aufgrund attraktiver, zukunftsorientierter Arbeitsmöglichkeiten. Bildung ist eine zentrale und wichtige Ressource für den Wirtschaftsstandort Liechtenstein. Bildung und damit meine ich Aus- und Weiterbildung, auch das lebenslange Lernen, adäquat für das 21. Jahrhundert zu gestalten, ist eine große Herausforderung. Digital Liechtenstein und seine Partnerinstitutionen leisten dafür einen wesentlichen Beitrag. Nicht nur in der Roadmap ist Bildung zentral, es gibt auch laufend Initiativen, die sich dem Thema Bildung und Digitalisierung widmen. Der Beginn der Corona-Pandemie hat uns aufgezeigt, dass wir noch in einem bescheidenen Entwicklungsstadium sind bezüglich der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir haben dies aber als Chance genommen und haben viele Prozesse angepasst, welche mittels der Digitalisierung eine deutliche Verbesserung geschaffen haben für alle Intermediäre, die letztlich damit konfrontiert gewesen sind. Wir hoffen, dass dies auch ein guter Ansatzpunkt ist, um in Zukunft das elektronische Patientendossier auch diesbezüglich gestalten zu können, damit wir im Land Liechtenstein von guten, schlanken Prozessen profitieren können. Der Glasfaserausbau bildet eine ideale Basis für die Digitalisierung Liechtensteins. Jedoch zeigen die aktuellen Cyberangriffe die Verwundbarkeit der Systeme und der Digitalisierung auf. Telekom Liechtenstein bietet hier Lösungen an. Jedoch ist es wichtig, dass hier auch die Politik, die Wirtschaft und auch die Wissenschaft zusammenarbeiten. Digital Liechtenstein bietet hier eine ideale Plattform. Als Essentri arbeiten wir schon seit Jahren mit dem Land Liechtenstein zusammen und die Wege waren schon immer kurz. Mit der Implementierung des Covid-Zertifikats wurden die Wege noch kürzer. 2 Anwendungen, 30 Schnittstellen in 6 Wochen, eigentlich unmöglich, hat aber geklappt. Das zeigt, dass auch kleine Länder mit Digitalisierung wirklich einen Vorsprung erzeugen können. Und das Ganze wird unterstützt vom Essentri Elixier, denn das Essentri Elixier steht eben genau dafür, Unmögliches in kurzer Zeit möglich zu machen. Digital Liechtenstein ist eine Erfolgsgeschichte. Wir sind seit 4 Jahren tätig, haben über 50 Mitglieder und vor allem ist der Schulterschluss aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gelungen. Und in Liechtenstein, wo die Wege so kurz sind, wissen wir, ist so eine starke Community, so eine starke Gemeinschaft, die wir jetzt haben, wirklich eine einmalige Chance, viel für den Digitalstandort Liechtenstein zu bewegen. Diese Chance müssen wir nutzen. Kernaktivitäten sind intensive Kommunikationsarbeit, die Organisation von Wissens- und Netzwerkplattformen sowie die konkrete Realisation von Projekten aus unserem Strategiepapier Digitale Roadmap.